Was liest die da? Kurzgeschichten für zwischendurch. Der bunte Podcast mit ebenso bunten Kurzgeschichten. Genrefrei und authentisch. Gelesen von Silke Siegel. Warum lacht die Frau? Von Dagmar Finger. Sicher gibt es Schlimmeres und mit Gewissheit auch Unangenehmeres, aber in einem der großen Lebensmittelläden vor dem Kühlregal mit Pudding und Joghurt einen Lachflash zu bekommen, ist auch nicht ohne. Zu Anfang, wenn das Glucksen noch im Hals hängt und man nur dümmlich grinst, interessiert es ja niemanden. Erst wenn es höher steigt und unartikulierbare Laute den Mund verlassen, dann wird es spannend. Umstehende Kunden werden aufmerksam und schauen zu dir hin. Zunächst scheinbar freundlich und angetan und sogar mit eigenem Lächeln um die Mundwinkel blicken sie zurück. Mit zunehmender Steigerung deiner Lachtätigkeit, der daraus unweigerlich folgenden lauten Tongebung, sieht das schnell anders aus. In ihren Gesichtern erkennt man, dass sie nun am liebsten nicht hier wären oder sie überlegen, den Geschäftsführer zu holen. Keiner weiß ja zu diesem Zeitpunkt, wer die Irre ist, die da laut und haltlos vor dem Pudding- und Joghurtregal in der Frischeabteilung lacht. Man schaut sich um, findet natürlich keinen Grund, der zum Mitlachen einlädt. Spätestens jetzt holt man seine Kinder näher an sich heran. Die ganz Coolen gehen einfach weiter. Sie denken sich wahrscheinlich gar nichts, wollen ihren Einkauf hinter sich bringen und interessieren sich auch nicht für Mitmenschen. Wieder andere möchten später nicht Zeuge von was auch immer sein. Deren Devise ist raushalten, aus allem. Schnell weitergehen, nichts gesehen, nichts gehört. Kinder sind da anders. Sie zerren an der Kleidung ihrer Mutter und fragen direkt: Mama, warum lacht die Frau? Sie werden es, falls sie doch einmal in solch eine Situation geraten, nicht erleben, dass eine der Mütter sagt: Frag doch mal nach. Nein, sie werden sehen, wie die Mutter ihr Kind nimmt und gar nichts sagt. Und sie werden hören, dass genau dieses Kind hinten bei der Leberwurst immer noch die Frage stellt: Mama, warum lacht die Frau? Wenn sie Glück haben, spricht die Mutter laut genug zu dem Kind, sodass sie ein »Sei jetzt still« vernehmen können. Es hört sich so gepresst an, zwischen den Lippen. Aber das ist nur die eine Seite. Dem Lachenden geht es auch nicht besser, denn er ist sich selbst sehr bewusst, hier eventuell auch eine Panik auslösen zu können. Und weil er am Rande registriert, wie sich die Mitmenschen verhalten, verstärkt sich zwar der Drang, damit aufzuhören, jedoch dem Lachen ist das völlig egal. Zumal gerade eine junge Frau in die Auslage greift, um sich blitzschnell eines der Birchermüsli zu nehmen und in den Wagen legt. Mutig genug, um sich eventuell etwas für ein zweites Pausenfrühstück zu besorgen. Nicht gut, gar nicht gut, sind nun meine ersten japsenden Worte zu vernehmen. Und die Folge sind weitere gestammelte, abgehackt klingende Wörter. Wer genau hinhört, erfährt, dass es »Nehmen Sie lieber Grießpudding mit Himbeersoße« heißen soll. Von hinten naht nun eine der netten, hilfreichen Damen, die diese extra langen, grünen Schürzen an sich haben. Mit einem breiten Honiglächeln, das allen Anwesenden als unecht erscheint, kommt sie auf mich zu, berührt mit der Hand meine Schulter. Ich ahne es schon im Voraus und ich soll Recht behalten. Sie fragt tatsächlich: Möchten Sie einen Schluck Wasser oder kann ich etwas für Sie tun? Nein, danke, stammle ich und lasse die restlichen Gluckser raus. Es ist alles in Ordnung. Wissen Sie, als ich vor dem Kühlregal stand, da sah ich mein Leben vor mir. Das hört sich für Sie jetzt sicher seltsam an, aber ich kann Sie beruhigen. Mit mir ist alles in Ordnung. Ich war verliebt und aus Liebe aß ich immer dieses Birchermüsli. Schließlich ist es aus seinem Land und ich dachte mir, wir hätten dadurch etwas gemeinsam. Ich aß es, als ich anfing zu weinen, eine lange Zeit zu weinen. Seit Monaten schon komme ich jede Woche und stehe traurig vor dem Regal. Etwas anderes zu nehmen, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Heute aber. Und jeder der mir zuhörenden Anwesenden konnte sehen, dass es gleich wieder losging. Denn das Lächeln kam in die Augen zurück und meine Mundwinkel zuckten schon. Heute aber nehme ich Grießpudding mit Himbeersoße. Und wissen Sie was? Das Leben ist so schön. Und in mein Lachen mischte sich jetzt das Lachen der Umstehenden.
Die nette Dame in Grün lachte jetzt ehrlich und verständnisvoll mit und meinte dann nur mit einem Augenzwinkern, »Dann werden wir doch dafür sorgen, dass immer genug Grießpudding mit Himbeersoße im Regal ist. Vielleicht nehmen Sie demnächst ja einen Doppelpack.« Das war »Warum lacht die Frau?« von Dagmar Finger. Vielen Dank, dass ihr euch diese Kurzgeschichte angehört habt. Wenn ihr selbst Kurzgeschichten schreibt oder jemanden kennt, der Kurzgeschichten schreibt, oder mal von jemandem gehört habt, der Kurzgeschichten schreibt, und ihr sie hier hören wollt, das ist euer Zuhause. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, schönen Kurzgeschichten. Alle Infos darüber und zur heutigen Geschichte findet ihr in den Shownotes oder auf www.wasliestdieda.de. Ich wünsche euch viel Liebe und Weltfrieden. Eure Silke Siegel.